So, hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Hier ist wieder Xabotchen und ja, wir haben das mal installiert. Das ist ja kostenlos jetzt mittlerweile. Star Trek Online kann man kostenlos laden, kostenlos spielen. Und das haben wir jetzt mal gemacht. Wir sind jetzt im Startbildschirm sozusagen angekommen. Wir müssen hier irgendwie unseren Charakter erstellen. Ja, da sind wir. Wir können hier TOS Sternenflotte. Keine Ahnung, hier Sternenflotte. Romulaner. Oder Klingone wählen. Hier drüben können wir auch noch was auswählen. Ach du meine Güte. Steht aber auch nichts weiter, ne? Hier ist eine Kröte. Ich habe keine Ahnung hier. Tag auch. Wer bist du? Autsch! Ah. So eine grüne irgendwas. Romulaner. Ja, Mensch, was nehmen wir denn da jetzt? Keine Ahnung hier. Was haben wir denn noch Schönes? Bis zum Spitzohr? Du bist ein Spitzohr, ne? Ach Gott, du siehst ja aus wie hier Schreck, nur ohne Grün. Mit Fühler auf dem Kopf. Die sieht normal aus. Mit spitzen Ohren. Tja, komisch, komisch. Was haben wir hier noch Schönes? Sieht doch ein bisschen skurril aus, ne? Hier, das ist doch hier, na. Hier mit den Ohren dringen hier an der Seite. Wie hießen die noch gleich? Ja, ich hab schon wieder vergessen. Da. Ferengi. Guck mal, hier steht es doch. Das sieht ja wohl voll hässlich aus. Ach, Herr Jemine. Oh Gott, wieder mal schlimmer. Das geht. Eine Vulkanette. Wir nehmen mal eine Vulkanette, oder? Nehmen wir keine Vulkanette, aber wir nehmen eine Vulkanette. Aussehen, Hintergrund. Wir nehmen eine Vulkanette. Jetzt werden wir mal gucken, ob sie nicht so eine stocksteife Dusse ist hier. Mal ein bisschen sexier machen. Falls das irgendwie geht. Aussehen bearbeiten.
Bin unschlüssig. So, helle Klamotten betonen die Figur. Das ist vielleicht cool. Du meine Güte, das geht noch. Was haben wir denn noch? Sind das alle zur Auswahl stehende Varianten hier? Dann würde ich sagen, nehmen wir diese. So. Ohne Haare, mit Haare. Hier kann man drehen. Hier kann man drehen. Warte, so. Voll die Lockenmähne hier. Aber sind die Haare, die Ohren verdeckt? Das wollen wir nicht. Wir wollen ja Ohren frei. Du meine Güte. Gibt's doch was an sexy? Oh, hier lange Haare. Aber da kommen die Ohren nicht zur Geltung, ne? ja, nee. Ganz Körper, Irokese, Vulkanier mit Irokese. Das ist ja auch noch ganz neckisch hier. Wie sieht denn so aus? Gott, mit Dutt. Mit Dutt, auch mit Knöllchen hinten dran. Ja, genau, das sieht eher so klingonisch aus. Oh, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, ist ja auch süß. Was ist mit Zottelzopf? Sieht vorne mal so streng aus, ne? Mit Zottelzopf. Wir behalten die. Ach, das kommt, das geht. Na, das sieht doch ganz nett aus. Kann man doch glatt machen, oder?
Ja, keine Ahnung. Das nehmen wir mal so. Weiter. Name des Captains. Geben Sie einen Namen ein. Zufall? Temano? Sifep? Sabami? Tepeng? Telori? Sutoma? Vahules? Zelala? Savup? Trute? Mimi? Sabami? Temino? Viroral? Viroral? Tepau? Aris? Safot, Zulol, Tepil, Tepanne. So, was nehmen wir denn hier? Botany Pierce. Botany Pierce. Ach, hier ist auch nicht. Keine Ahnung. Botany Pierce. Sei Bottchen. Botany. Botany. Wir nennen sie einfach Botany. Formeller Name. Feld befinden sich nicht erlaubte Zeichen. Aber oben war es erlaubt, oder was? Hier. Ich weiß auch noch nicht. Ich bin noch am Variieren hier. Botany. So, Botany Nelly Basha. Botany Nelly Botany Basha. Schiffsname Letzter Schatten. Biografie optional. Optional lassen wir einfach weg. Ja. Ich sag einfach mal gucken, ne? Wie es wird. Weiter. Energie. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged the campaign of peace. Live long. 21 years ago, the star of the Hova system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed.
The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Today, Jimpok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jimpok says, is a Klingon truly Klingon. Spock hat dem romulanischen Planeten geschrottet. Die Klingonen sind nur auf Krieg aus. Alle wollen Stress mit uns. Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared, and the Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. Resistance is futile. Und die Borg sind auch noch zurückgekommen, haben aber Stress mit allen. In your hands. Ach du meine Güte. Die Zukunft von allem liegt in unseren Händen. Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Willkommen bei Star Trek Online. Heute ist Abschlusstag und Sie werden bald Ihren Trainingsflug antreten, bei dem die Besatzung zum Großteil aus Kadetten besteht. Tutorial für die grundlegende Steuerung des Spiels. Weiter. So, wir können drehen. Wir können den Blickwinkel drehen. Finally, I was beginning to think you forgot what Na today endlich! Was. Ich habe schon gedacht, sie hätten vergessen, welcher Tag heute ist. Elisa Flores. Wie könnte ich? Sie haben mich doch den ganzen Monat lang jeden Tag daran erinnert. Haben Sie Ihren Auftrag? Of course, I was first in line. Natürlich, oh, before I forget, I think Rasky is just ahead. He wanted to thank you for helping him cram for the astrometrics final. Wir sollen jetzt mit Ratzki reden. Ratzi Fatzi. So. Oh, Rolle vorwärts. Rolle vorwärts. Sieht ein bisschen ominös aus. Sie leuchtet ein bisschen seltsam. Darf ich dich auch mal von vorne angucken? Ne, die dreht sich immer weg. Ich will dich von vorne angucken. Nicht wegdrehen. Nicht wegdrehen. Aber einen guten Vorbau, das Mädel, ne? Aber da haben wir auch nichts dran gefuscht. Das war so. Gott, oh Gott, die Steuerung. Jetzt rennen wir rückwärts. Nee, ist klar. Hallo? Okay, Ratzifatzi hier. Kadett Ratzifatzi. Ratzki. Du hast aber ein komisches Gesicht. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final. Da sind sie ja. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir bei der Abschlussprüfung geholfen haben und für all die anderen Dinge. I hope Starfleet recognizes all you've done to lead our class. What ship did you get? Da hat man zu Ihnen aufgeblickt. Botany. Ich hoffe, die Sternflotte weiß ihre Fähigkeiten zu schätzen. Welches Schiff haben Sie erhalten? Ich habe meinen Posten noch nicht erhalten. Good luck. Before you report to Lieutenant Farah and get your assignment, you should find Tivrell. Vorsicht, bei Lieutenant Farah melden sollten Sie noch Tivrell aufsuchen. Sie wollte mit Ihnen sprechen. Sie wartet oben den Weg entlang. Finden Sie Kadett Tivrell. Tivrell. Guck mal, da hinten blinkert es schon. Da ist bestimmt Tivrell. Das ist eigentlich ganz nett. Schnick, gemacht hier so. Schnick. Das ist ja auch schon ein uralter Spiel, ne?
Schön, schön. Tyrell. Mit Tyrell springen. Also dafür, dass das schon ewig alt ist, ne? Und eigentlich so symbolisiert ja die Schönheit der Architektur und so weiter. Man so, in Deutschland sieht man sowas gar nicht, ne? Eher mal so in Sydney oder so. Selten. Sollte es viel mehr geben. So schöne Architektur mit schönen angelegten Parks und so, aber kostet natürlich auch alles Geld, ne? Grüße! Radzky sagte, sie wollten mit mir sprechen. Ja, es war gut, dass sie mich ermutigt haben, die Linguistik-Prüfung. Ich hätte meine vorhergehenden Ergebnisse akzeptiert, obwohl ich an diesem Tag nicht gut drauf war. Mein Punktzahl hat im zweiten Versuch um 12,8% verbessert und liegt nun im normalen. Nun kann ich sowohl Wissenschaftsoffizier als Kommunikationsoffizier dienen. Yo! Morik möchte Sie auch sehen. Live long and prosper. Er ist da drüben. Leben Sie lange und in Frieden. Na, Klingonette. Sprechen Sie mit Morek. Your mini-map shows you where your objectives are. An arrow will appear on the map if you are far away from your objective. Sie läuft ein bisschen seltsam, muss ich ja ehrlich zugeben, ne? So richtig schick läuft sie nicht. Naja, es geht, es geht, es geht. Morek. There you are. Getting excited yet? Da sind sie ja. Und schon aufgeregt? Sobald wir den Trainingsflug abgeschlossen haben, sind wir voll einsatzfähige Fähige. Captain Taggart hat noch nicht alle seine Senior-Mitglieder benannt. Ich habe gehört, die Phaser-Trainingssimulation für Fortgeschrittene lässt viele scheitern. Holen Sie Ihren Trainingsauftrag ab. Jo! Ist das er hier mit dem Ausrufezeichen? Hallöchen. Hallo, Ferrer. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Guten Tag. Na, du siehst aus wie eine miese Kase. Was kann ich für Sie tun? Bin ich hier richtig für meinen Trainingsflug? Yes, I have Korrekt. A complete assignment list here. Ich habe ja eine vollständige Liste aller Zuweisungen. Name? Bottinelli Becher. Let's see. Mal sehen. Interessant. Report to Captain Taggart. Melden Sie sich bei Captain Taggart, er ist im Büro direkt hinter mir. Gibt es ein Problem? Das müssen Sie ihn schon fragen. Melden Sie sich bei Captain Taggart. Okay. Auf zu Captain Taggart. Hier durch diese Tür. Klingeln. Ding dong. Komm. Komm. Herein. Da ist er. Kuckuck. Mit Captain Taggart sprechen. Hallöchen. Kadett. So wollten wir sehen, Captain? I did. I've been following your progress here at the Academy. Ich habe Ihren Fortschritt hier in der Sternflottenakademie verfolgt und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Oh, danke. I'm just looking at your final ist mir allerdings aufgefallen, dass Sie nie das Phaser-Training für Fortgeschrittene durchlaufen haben. Dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional. Ist das wirklich so ein großes Hindernis? Meinem Verständnis nach hat ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. Ich mach mal irgendwas, muss ich leiser machen, aber. So, dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional. Ach, das klingt doch super.
I want everyone on my senior staff to run that program. And I want to see good results, no exceptions. Der Kurs muss von jedem meiner Mannschaftsmitglieder absolviert werden und ich möchte gute Ergebnisse sehen. Keine Ausnahmen. Sagten Sie Mannschaftsmitglied? Like I said, I've been following your career. Wie gesagt, ich habe Ihre Karriere hier in der Akademie verfolgt. If you complete that program, wenn Sie dieses Programm abschließen, kann ich Sie mit auf meinen Rücken nehmen. Mein taktischer Offizier wird alles vorbereiten. Ah, Ihr taktischer Offizier, Sir, wer ist denn das? Another fine cadet like yourself. Ein weiterer Spitzenkadett wie Sie. Ihre Punktzahl ist fast so gut wie Ihre, aber Ihre Ergebnisse sind etwas problematisch. Ich bin mir dennoch sicher, dass Kadett Flores... Ach, Flores. ...eines Tages ein guter Offizier wird. Ich sage Flores Bescheid, dass Sie sie im Quartier treffen sollen. Sprechen Sie mit ihr und das Phaser-Training beginnen. Wir sprechen uns, sobald Sie damit durch sind. Sie dürfen gehen, Kadett. Treffen Sie Elisa Flores im Quartier. Jawohl! Sir, jawohl, Sir! Dafür, dass wir ja also nicht militärisch und nur friedlich unterwegs sind, ne? Wir sind ja Forscher, geht das doch recht militärisch aus zu. So, wo muss ich denn lang? In welche Richtung? Da, in die Richtung. Guck mal, da ist sie. Elisa. Ich wurde als taktischer Offizier eingestellt. Genau, was ich wollte. Und Sie? Captain Taggart möchte mich auf seine Brücke haben, aber ich muss erst das Phaser-Training für Fortschritte bestehen. Das haben Sie nicht? Ich dachte, Sie seien Fräulein Extra-Bonus. Jetzt weiß, dass der Captain Taggart den Abschluss dieses Programms verlangt. Jeder weiß. Jetzt erzählen Sie mir... Keine Sorge, Sie schaffen das schon. Los geht's, ich bringe Sie zum Holodeck und bevor Sie... Bereite Sie vor. Folgen Sie mir. Na denn, geh voran. Seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Und da flitzt sie los wie eine Wilde. Have you seen the whales in San Francisco Bay? I never seem to spot them. I sometimes forget that Boothby is a hologram. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. To sprint. Tap the shift key while moving. Last one of the console buys the first round tonight. Drücken Sie Shift, zu springen. Space, nicht Shift. Setting up the training program. Ich bereite jetzt das Programm vor. Ich hoffe, Holodeck 2 ist Ihr Glücksdeck. Haben Sie einen Tipp? Alles abschießen und nicht sterben. Eigentlich ganz einfach. Welche Taktik erwartet mich? Gewöhnlicher Standard. Das Programm ist eine Variante Marco-Angriffstrainings. Sie sehen das Problem, setzen das Programm auf, machen Sie es leicht für mich. Als das letzte Mal jemand ein wenig Hilfe gegeben habe, endete ich für den Rest des Jahres in akademische Bewährung. Nicht, dass ich seitdem nicht dazugelegt lernt hätte. Ja, okay, also. Sie befinden sich in den Schränken bei den Holodecks. Sie können sich dort bedienen. Auf geht's! Okay. Oh, sieht doch gut aus hier. Schon aber nicht gemacht. Also nicht, dass ihr denkt, das ruckelt, ne? Das bin ich. Ich ruckel hier immer. Ich mache mal so. Zack, 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 zack. Das bin ich. ja, warte, nun noch. Wo muss ich denn nur hin? Durch die Tür. Hier an den Schrank, wo es leuchtet. Pistolette nehmen. Her mit der Pistolette. Und jetzt, die Pistole wurde automatisch ausgerüstet. Und?
Ja, super. Da rein. Gehen Sie zur Mitte des Raums. Mit dem Programm beginnen. Ja, warte nur. In einem Kampf sind bestimmte Aktionen gesperrt, sobald sie aus einem Kampf austreten, denen mehr Informationen zur Verfügung. Simulation beenden. Drücken Sie H, um die Waffe zu ziehen und wegzustecken. H. Captain Taggart! Was tust du hier? Well done, Cadet. You're not going to break the Academy record. Zwar nicht im Rekord verdächtig, aber Ihr Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Danke, danke. Absolutely. I have a new definitiv, Sie sind mein neuer erster Offizier. Herzlichen Glückwunsch. Erster Offizier? Yes. You should be proud of your accomplishments here, Cadet. Sie sollten stolz auf Sie sein. Sie haben eine vielversprechende Karriere in der Sternflotte vor sich. Jo, danke, Sir. Das ist meine Ehre. Freut mich. Und Flora, Elisa, Flores. Erster Offizier, nicht schlecht. Ich bin schon etwas neidisch, muss ich zugeben. Nun können Sie uns endlich herumkommandieren, wie es sich schon immer gewünscht haben. Was soll ich sagen? Der Captain sieht großes Potenzial. Lassen Sie es nicht zu Kopf steigen. Nee. Wir schaffen das schon. Wir sollten jetzt zur Shuttle-Rampe gehen. Alle anderen warten dort auf den traditionellen Abflugstoast. Begeben Sie sich zur Shuttle-Rampe, okay? Beachten Sie, dass Sie Ihre Missionsziele sowohl auf dem Kompass als auch auf der Minikarte sehen. Now hear this. All cadets report to Shuttle Bay to prepare for departure. Alle Kadetten melden sich. Turbolift zur Shuttle-Rampe. Alle Senior-Mitglieder warten an der Bar. Ich weiß, dass Vulkanier nicht wie wir nervös werden, aber es ist unsere erste richtige Mission. Ich erwarte eine inspirierende Rede von Ihnen. Etwas Herzerwärmendes, etwas... Okay, machen Sie bloß niemandem Angst. Diese Mission könnt ihr den Rest ihrer Karrieren einleiten. Aber nur keine Sorge, ich treffe sie da drüben. Okay, wir halten einen Toast dann, also. Die Punkte sind alles Leute. Einen Toast aussprechen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da ist sie. Während der letzten 4 Jahre hatte ich ausreichend Zeit zu erleben, wie jeder von Ihnen in bestimmten Situationen reagiert. Als Ihr erster Offizier, ist es logisch, dass ich diese Kenntnisse nutze, um Ihnen bestmöglich zu erklären, wie Sie Ihre Befehle auszuführen haben. Mit mir als Ihrem Commander wird diese Mannschaft effizient und effektiv arbeiten. Ich erwarte nichts von Ihnen, was ich nicht selbst bereit bin zu tun. Das Glas erheben. Mit Tevrel reden.
Kommunikationsoffizier. Kadett Sravra, ich werde leitender technischer Offizier sein. Okay, leitender technischer Offizier. Ratzki, Sicherheitschef. Okidoki, Sicherheitschef. Rote Banderole hier. Asher Moss. Sie sind also. Morek. Morek, stellvertretender medizinischer Offizier. Alles klar, Medizin blau. Und Anna, stellvertretender Steuermann. Anne Potter. Nicht Harry Potter, Anne Potter. Okay. Plus noch einer aufs Haus hier. Barkeeper. Ferengine. Guck, guck. Reagiert nicht. Okay, da unten blinkert's. Da wollen wir hin. Ja, sehr schön. Sind Sie bereit, sich aufs Schiff zu begeben? Ja, logisch. Zuche, oh, für die Raumstation. I can't believe we're finally doing this. Kannst nicht glauben, dass wir das endlich geschafft haben. Ah, schau dir das mal an. USS Vesta. USS Vesta. Das erste Schiff ihrer Klasse verfügt über Zielvorrichtung für Subsysteme. 750 Mann starke Crew und Hilfsphaser und sogar Quantenfeldfokussteuerung. Irgendwann werde ich das auch fliegen, okay? Und das hier ist unser. Das kleine Ding daneben. Miranda, 300 Mann Besatzung. She's a tough little ship, 5. though. Nothing. I think I like her. Kleines, solides Schiffchen. We're the final shuttle to arrive. Cool. We need to get to the bridge. Wir müssen sofort auf die Brücke, wir sind die Letzten. Okay. Elisa. Ich werde einchecken, mich dann auf den Weg zur Brücke machen. Wir sehen uns oben. Okay. Läuft ein bisschen seltsam. Manchmal läuft sie in die falsche Richtung. Aber ist nicht so wild. Kriegen wir schon geregelt hier. Ja. Lieutenant Brickers. Name and position? Name und Position? Kadett Bottineller Bische, stellvertretender Erstoffizier. Ich habe Ihre Daten gleich hier. Willkommen auf dem Schiff. Wo ist der Captain? Der Captain wartet auf der Brücke. Nehmen Sie den Turbolift hinter mir, er bringt Sie direkt zur Brücke. Okay, okay. Ab durch den Turbolift zur Brücke. Das ist unsere Bridge. Das Ausschaufenster. Der Captainstuhl. Schlendert nach da vorne. Wir gucken uns ganz kurz mal um hier. Da sitzt er. Genau. Hier, Medizin. Was haben wir hier unten? Das ist Anne. Anne! Und hier ist der Captain. Captain Taggart. Welcome to the bridge number one. Willkommen auf der Brücke Nummer 1. Nummer 1. Early in my career, I served with the captain who called his first officer. Ich habe zusammengearbeitet, der seinen ersten Offizier mal so nannte. As my number one, I expect you to ensure my orders are carried out. Erwarte ich von Ihnen, dass meine Befehle ausgeführt werden. The best course of action in any situation. But first, we need to get out of dry dock.
Get clearance from control and erstmal müssen wir aus dem Trockendock erfragen Sie die Freigabe von der Kontrolle, schließen Sie die Tore, Shuttle-Rampe, deaktivieren Sie Traktorverankerung. Tevrel, holen Sie bei der Verkehrskontrolle eine Freigabe für den letzten... für die letzte Schatten zum Verlassen des Docks ein. Earth Traffic Control has cleared us to depart, sir. Wir haben die Freigabe der Verkehrskontrolle der Erde, Sir. Very good, number one. Sehr gut. Flores, senden Sie das Signal zum Schließen der Shuttle-Rampentüren. Shuttle Bay doors are closed, sir. Die Türen der Rampen sind geschlossen, Sir. Und weiter geht's. Number one. Potter, warten Sie, bis ich die Traktorverankerung deaktiviert habe. Ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Ja. Steuerung ist nicht ganz korrekt, wie wir sehen. Traktoranker freilassen. So, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Captain. Potter, take us out. One quarter impulse. Ein Viertel Impuls. Captain, darf ich Sie daran erinnern, dass die Sternflottenvorschriften in der Nähe Raumdocks nur den Einsatz von Schubdüsen erlauben? Just checking to see if you were paying attention, number one. Potter, take us out. Maximum thrusters. Potter, wolltest du nur mal prüfen hier, ne? Mit Düsen natürlich. So, zack, duper. Drücken Sie rechtsklicken auf den Stuhl, auf den Sie sich setzen möchten. Hier, dann zack, her damit. Cleared from dry dock, Captain. Good. Let's start with something easy. Wir sind raus aus dem Trockendorf. Dock. Einmal um Vulkan. Speed in, sir. Engage. Angriff? Zuche. Captain, I am picking up a distress call from the SS Break-Even. Audio only. Let's hear it, Tevrel. Ein Notruf. SS Break-Even. Our warp core is failing and we are in need of assistance. Let them know we're on our way. Potter, lay in a rendezvous course. Altering course, rendezvous course. ETA 3 minutes. Transporter room. Prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the break-even. Communications are out as well. Keep trying to hail them, Tevrel. Number one, let's discuss the situation. Ja, lass uns noch mal drüber reden, ja. Reden wir mal drüber. You heard the distress call, number one. What do you think we should do? Was sollten wir Ihrer Meinung nach tun? Ist das ein Tester? Gehört das im Training? Absolutely not. Nee. We're the closest ship to the break-even. Sind es nicht so schwer, dass wir Ihnen helfen können, also tun wir das. Nun, ich fand merkwürdig, dass Sie die Nachricht nur als Audio gesendet haben. Ein Warp-Kern-Zwischenfall sollte Ihr Kommunikationsfeld nicht beeinflussen. Good. What do you advise? Ich empfehle, roten Alarm zu geben, volle Energie auf die Waffen und Photon-Torpedos. Schilde hoch, Sir, sicher, sicher. Ich habe viele weitere Informationen, bevor wir hinsteuern. Schilde hoch. Raising the shields does seem to be a reasonable precaution. Ja, Sir, es könnte eine Falle sein. Flores, die Stimme zu. Raise shields. Schilde hoch. Number one, get down to the transporter room. Gehen Sie zum Transporterraum, Sie werden Rettungseinsatz von dort überwachen. Weiter. Gehen Sie zum Transporterraum. Transporterdeck. Break-even sollte in Reichweite sein. I'm getting some weird readings.
Ich erhalte keinen vernünftigen Scan. Ich bekomme keine ordentliche Zielerfassung. Könnten Störungen sein. Versuche Umleitung. Ich glaube, ich habe es. Das ist ganz anders als in der Akademie. Ich gebe sie jetzt hier rüber. Klingon! Okay. Ein Enter-Kommando. Rack, bitte melden, was ist passiert, Rack. Dann muss ich halt zurück entern. Stopp, die Sicherheit meldet das Raptorfeuer im Transporterraum. Außerdem erscheinen überall auf dem Schiff klingonische Transporter-Signaturen. Wir werden überfallen. Wir haben die Kommandocodes, um eine Waffenkammer in ihrer Nähe zu entsperren. Bewaffnen Sie sich selbst und alle Mitglieder von Sicherheitsteams, die Sie finden können. Holen Sie ein Phasergewehr aus der Waffenkammer. Das ist mit... Was ist mit dem fertigen Schiff, Sir? Wir haben noch Waffen. Wir tun, was wir können. In der Zwischenzeit brauche ich Ihre Hilfe dabei, unsere Decks von Klingonen zu säubern. Tiger Lander, jawohl! Jawohl! Sir, jawohl, Sir! Oh, dann. Warte, hier ist Sabria. Stress pur hier. Hilfe, Hilfe, Sie müssen die Kammer aufmachen. Okay. Kommando Codes. Tipp, 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 fünfmal die 0000000. So. Schrank ist auf. Hol dir eine Wumme. So, Wumme. Phaser Scharfschützengewehr MK1. Um Schnellausrüsten zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste U, um Ihr Statusfenster anzuzeigen. Das habe ich doch später schon wieder total vergessen. Klicken Sie auf einen beliebigen Gegenstand. Platz zu Ihrem Kapitän Schiffsbrückenoffizier. Wenn Sie das Gewehr ausrüsten, können Sie es nicht verkaufen. Okay. Ich will es jetzt nicht verkaufen, ich will es jetzt benutzen. Und nun? Alarm für Gruppe 11. Achtung, Scheibenkleister hier. Was ist das denn hier? Gegenstände nehmen. Hypospray nehmen. Sie haben ein Hypospray aufgenommen. Dieser Gegenstand kann dazu benutzt werden, jegliche Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden, zu heilen. Okay. Das ist jetzt irgendwie abgeschottet, glaube ich. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Oder? Da sehe ich drei rote Signaturen. Dem haben wir geholfen. Und nun?
Nummer 1, wir tun unser Bestes, um den klingonischen Marauder da kampfunfähig zu machen, aber es wird Zeit, uns ihre Akademietraining zu zeigen. Taktik, ich kann die Waffen des Schiffs verbessern. Drücken Sie C, um sich zu ducken. Ah, okay. Weiter geht's, da ist ein Gegner. Tür aufbrechen. Okay, weiter geht's. Hier müssen wir irgendwas machen. Leiten Sie die Energie zu den Fasern um. Zu den hinteren Fasern umleiten. Und... Energie zu den Torpedos, jawohl. Number one, we've got Kindred up here and the Klingons could send a boarding party at any time. I need you back on the bridge. Ich brauche sie auf der Brücke, jawohl. Go see to the bridge. We will secure this area. Ihr secured hier das Area und ich gehe zurück zur Brücke, jawohl. So machen wir das. Laufen! Da gab es eine Taste für Laufen. Zack, Turbolift zur Brücke. Nein, wir haben den Captain gebeamt. Also ich kann nicht Autofeuer machen, ich muss immer selbst jeden Schuss einzeln abfeuern. So, was soll ich denn jetzt machen? Heilen Sie den Kadetten. Heilen! Retteten! Transmission from the Klingons. Eingehende Nachricht. This is Captain Kadek. Hier spricht Captain Kadek von der X. Die mögen unser Enderkommando abgewehrt haben oder bedenken, aber bedenken Sie, dass unser Schiff immer noch getarnt ist. Sie werden uns nie finden, geschweige denn besiegen. Sie haben keine Wahl, ergeben Sie sich, oder wir werden Ihren Captain töten und Ihr Schiff vernichten.
Nö. Perhaps your captain will change your mind. Vielleicht sollten sie ihre Entscheidung nochmal überdenken. Captain, ich, Order your crew to surrender, Captain, or I will blow them out of the sky. It's your choice, Captain. Do you want these children to die? No. Very well. Sehr schön. Nummer 1. Wir sind jetzt Captain des Schiffs. Your orders. Your orders are to lock onto my combat and fire. Pegatosa! Forget das und abgemurzt. Make me proud. Macht mich stolz. Wir haben das Ziel erfasst, Captain. Feuer. Erwischt. Direkt der Treffer. Verlust auf allen Decks. Waffen und Schilde sind offline. Ja, tanken und mit den Reparaturen beginnen. We've lost their signal. What now? Wir haben ihr Signal verloren. Was nun? Ja, was nun, Mensch? Flores. We survived. But wir haben überlebt, Captain, aber der Captain Taggart wusste, was passieren würde, und trotzdem hat er den Befehl gegeben, das ultimative Opfer, eines, das wir eines Tages eventuell selbst erbringen müssen. Und er hat uns, hat ihnen das Kommando überantwortet, anvertraut. Wir müssen jetzt nur überleben und seiner gedenken. Nehmen Sie auf dem Stuhl des Captains Platz. Okay, weiter geht's. Das Kommando übernehmen. Elisa Florent meldet sich zum Dienst als Brückenoffizier. Karriere Lila, sprechen Sie mit dem ersten Offizier. All decks reporting in, sir. Es gehen Meldungen von allen Decks ein. Die Enter-Kommandos haben die Schiffssysteme schwer beschädigt. Hinzu kommt noch der Schaden, den der Raider, der uns überfallen hat, verursacht. Senden Sie ein Notsignal. Ich habe versucht, einen Notruf zu senden, Captain, aber irgendwas stört alle Frequenzen. Versuchen Sie es weiter. Sie ist immer noch getarnt, aber ich denke, wir haben hier schwere Schäden, ihr schwere Schäden hinzugefügt. Unser Zustand jedoch auch nicht gerade rosig, Captain. Schadensbericht. Diagnose läuft, die Systeme sind erst seit kurzem wieder online. Was ist mit der Break-Even? Rufen Sie sie. Hailing the Break-Even now, Captain. Rufe jetzt die Break-Even, Captain. Hier spricht letzter Schatten, Schiff der Sternenflotte. Wie ist der Status? Alles im Lot, oder? Ich war gezwungen, das Notsignal zu senden, sonst hätte mich der verrückte Klingone in Stücke geschossen. Und nun ja, da die Sternenflotte ja immer hilft und so, könnten Sie mir helfen, mein Schiff zu reparieren? Ich bin Ihnen überaus dankbar, dass Sie mein Schiff und die Ladung gerettet haben. Aber je schneller ich hier wegkomme, desto sicherer bin ich vor Kadett. Kadett. Wir schauen mal, was wir machen können. Drücken Sie E, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie Q, um wieder langsamer zu werden. Helm, full stop. I've stopped us this time, sir, but from now on you'll be responsible for adjusting the speed of the ship. Voller Stopp, Sir. Dieses Mal habe ich das Schiff angehalten. Frachter scannen.
Wie scannen wir denn? Transwarp, Bereich scannen. Sternenplotte rufen. Wie scannt man denn? Freunde der Sonne? Wie scannen wir denn? Phaserstrahlenbank, Photonentorpedos, Phaserstrahlenbank. Was sollen wir jetzt? Wir sollen scannen. Aber wie? Wie scannt man? Wie scannt man? Wow. Ja, wie? Scannen. Ach, das gerne. Wir waren nicht dicht genug dran. Alles klar. Looks like she just needs three or four warp induction coils. We have plenty of those to spare.
enough to interact with it. Frachter reparieren. Thanks. We'd help you if Danke. You But I just don't see any profit in that, you know? Sprechen Sie mit dem ersten Offizier. Well, looks like we're on our Nun, wir scheinen allein zu sein. Wenigstens haben Sie alle bedankt, schätze ich. Was ist jetzt mit dem klingonischen, getarnten klingonischen Zawa? Wo ist dieser Schadensbericht? Stufe 2 Diagnose hat gezeigt, dass die meisten Plasma-Injektoren beim Angriff völlig zerstört wurden und nicht mehr repariert werden können. Ersatz? Plasma-Injektoren wären so gefertigt, dass sie einiges aushalten, aber ich glaube, diese Klingonen haben sie bei ihrem aber sabotiert. Sie wussten, dass sie uns dadurch lahmlegen und hier festsetzen können. Ich nutze alle Ersatzinjektoren, die wir zur Verfügung haben. Aber uns fehlen immer noch 3 weitere. Ohne sie können wir nicht mit Warp-Geschwindigkeit fliegen. Ideen? Wir sind nicht das erste Schiff, das die Klingonen hier außer Gefecht gesetzt haben. Es gibt hier überall Schiffswracks in der Nähe. Ich kann die Trümmer nach Plasma-Injektoren scannen. Machen wir das. Okay. Scannen nach Teilen. Bingo! I found some suitable debris in the boneyard nearby. Destroy 3 of those nacelles. And we should passende Teile gefunden. Press the space bar to fire energy weapons. Drücken Sie die Leertaste, um Energiewaffen abzufeuern. Getting annoying. Okay, so wollen wir mal hinfliegen da so. Oh Gott, eine Steuerung. Nehmen. Das sind prächtige Plasma-Injektoren, so Typ R würde ich sagen. 3,7 Liter Durchfluss. Mit abgeschirmtem Tank seiner Druckabfall-Induktionsspule. Das ist gut, ich erinnere mich an die Klingonen, die uns umbringen wollten. Arbeiten Sie schnell. Irgendwas ist ja immer. Es wird noch etwas dauern. Alles wiederherzurichten und eine Stufe 1 Diagnose durchlaufen zu lassen, damit wir nicht in die Luft fliegen, sobald wir Warp 1 erreichen. Zarva kümmert sich um den Warp-Kern, aber bis sie fertig ist, sitzen wir hier fest und haben keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Ah, vergessen Sie nicht, das geteilte klingonische Schlachtkreuzer. Er wird wesentlich schneller wieder einsatzbereit sein als wir. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, was unsere Signale in diesem System stört? Natürlich. Wir sind die Klasse von 2049. In der Nähe gibt es einen Störsatelliten. Deswegen können wir keinen Kontakt aufnehmen, um den Satelliten zu zerstören. Und dann geht's weiter. Zerstöre den Satelliten. Okidoki! I haven't forgotten about you! Think you're
communications are operational, sir. Shall I send Langstreckenkommunikation ist wieder funktionsfähig, Captain. Soll ich das Signal senden? Ja, bitte senden. That Klingon ship took some real damage. Das klingonische Schiff hat ordentlich eingesteckt. Es wird jede Menge Plasma verlieren. Wir können dem Plasma-Signatur folgen. Tun Sie das, wir müssen es finden, bevor es uns erneut aus dem Hinterhalt angreifen kann. Jetzt sind wir im Vorteil. Macht das. It's pretty far out, sir. We should use the ship's full impulse power to reach it. This will temporarily take power from other systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. I can make your death swift. Activate full impulse. Drücken Sie Shift R. Aktiviert und deaktiviert den vollen Impuls. Shift R. Aktivieren Sie Torpedo, verstärkte Wirkung, indem Sie das Symbol klicken oder drücken Sie Alt 1. Was? Dreizeile Tutorial. Fortfahren. Schiffsexplosionen verursachen Schaden. Ja, fein. Kampf beendet. Wir haben es geschafft. Incoming transmission, sir. It is from Star. Eingehende Nachricht, Sir. Es ist die Sternflotte. Auf den Schirm. This is Captain Volok of the USS. Spricht Captain Volok von der USS Rendezvous. Benötigen Sie Hilfe? Jupp. Wir wurden überfallen. Ein klingonischer Captain muss schon sehr kühn sein, so weit in den Territorium der Föderation zu reisen. Wo ist Captain Taggart?
Er wurde gefangen und aufs Schiff gebeamt, dann haben sie ihn abgemurkst. Und haben sie seinen Befehl befolgt? Ja, dann sind also sie nun der Captain. Ja. Nun gut, wir werden das Schiff zurück zum Raumdock der Erde eskortieren. Was ist mit dem klingonischen Captain, der Captain Taggart getötet hat? Wenn er sich zeigt, werden wir uns ihm Kurs auf unsere Position. Kurs auf unsere Position. Also wenn denn. Also wenn denn, wenn denn. Steuerung muss man erstmal klarkommen. Ist irgendwie seitenverkehrt oder? Oh, da ist er! Der Bösling. Wir werden sie zurück zum Dock eskortieren, aber zuerst müssen wir die Gitomer informieren. Das meine Kommunikation informiert mich darüber, dass wir keinen Kontakt zur Gitomer herstellen können. Wir werden uns zu ihrer letzten Position begeben, ob sie Hilfe benötigen, und ihr Schiff wird uns begleiten. Was? Hier erhalten sie eine Feldbeförderung. Das wird ihnen die nötige Autorität über ihre Mannschaft und Schiff geben, bis wir das Raumdock der Erde erreicht haben. Captain Quinn entscheidet. Bericht erstatten. Okay, weiter. Zawa meldet sich zum Dienst. Okay, in den Sektorraum wechseln. Pollux 4. So, wir werden jetzt an dieser Pause machen, an dieser Stelle, an diesem Moment, werden wir jetzt kurz verharren. Eben die Folge abspeichern und kurz was zu essen machen. Und dann geht's dann ja gleich weiter. So, bis denn.